Von außen wirkt der Kulturstall im Neuköllner Stadtteil Britz ziemlich leergefegt. Ganz anders in der Gutsanlage. B-Voice heißt das Projekt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land. Einmal im Jahr proben holländische Jugendliche hier zusammen mit Berliner Kids. Ziel ist, Jugendliche aus ganz verschiedener Ecke, mit ganz verschiedenen Hintergründen zusammenzubringen und eine Woche so intensiv zusammenarbeiten zu lassen, dass die irgendwie ganz andere Sachen machen als im normalen Leben. Wir singen mehrstimmige Musik und wir tanzen, ist moderner Tanz, ist fast Ballett. Und wir wollen trotzdem, dass die sowas machen, um zu erfahren, dass man sowas auch kann und dass es auch noch Spaß macht. Und genau das bestätigt auch der Geschäftsführer von Stadt und Land, Ingo Malter. Und das ist ein so schönes Erlebnis, dass wir das seit Jahren auch gerne begleiten. Die Jugendlichen geben alles, um für die große Premiere startklar zu sein. Gleich mehrere Kooperationspartner wie die Musikschule Neukölln und der Verein Goldener Faden sind am Erfolg beteiligt. Es ist ja nicht so, dass Herr Bröders das alleine machen kann, sondern da müssen viele Akteure mitwirken. Und da sind wir eben nur einer davon. Das ist genau unsere Erfahrung auch in unseren Kiezen, dass wir alleine nicht mehr viel erreichen können. Wir müssen uns miteinander vernetzen. Wir brauchen die Kooperation mit vielen Partnern. Das überzeugte auch die Jury des BBU Zukunfts Award. Erster Platz für B-Voice, das Kooperationsprojekt der Stadt und Land. Weil das Projekt dazu beiträgt, nachhaltig Teamgeist, Verantwortung, Toleranz und die Persönlichkeit zu fördern.